Hey ho, meine Lieben, ich habe hier ein paar Topfrezepte oder Föhntopfrezepte rausgelassen, die ich natürlich entsprechend abwandle. Sind lauter Eintopfgerichte und heute machen wir den Champignon-Eintopf. Ursprünglich wollte ich schön draußen topfen, den Grillkota, aber wie es immer so kommt, es ist wieder anders gekommen. Ich habe hinten einen Haufen Arbeit, wir sind hinten am Wulen wie die Verrückten und deswegen gibt es ein Kitchen-Time-Video. Ja, ganz einfach. Ist halt so. Wir gehen jetzt rüber, schauen uns erstmal die ganzen Zutaten an und dann, wohlgemerkt, wir nehmen den Topf auch herin, auf dem Herd und dann legen wir ganz einfach los. Auf geht's. So, Freunde, hier haben wir die Übersicht. Den Dutch-Ofen habe ich übrigens hier und ich werde zuerst das Schweinegulasch ein bisschen kleiner schneiden noch, dann wird es gleich angebraten. Die Möhren, Zucchini, Champignons, ganz wichtig, ein paar Tomaten, werden wir dann auch erst einmal klein schneiden. Die Tomaten werden dann noch kurz heiß überbrüht, dass wir die Haut abziehen können. Kommt alles aber nach und nach. Dann haben wir hier noch eine Worcestersoße, Schatz ist schon beim Schälen, Salz und Pfeffer. Dann haben wir hier ein bisschen Thymian, ein bisschen Öl zum Anbraten und eine Gemüsebrühe. Das ist alles, was wir benötigen. Im Originalrezept haben sie da Bratwürstchen genommen und naja, wir haben lieber ein gescheites Fleisch drin. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, wir schnippeln alles klein und nebenbei brate ich gleich das Fleisch soweit durch und ja, schauen wir einfach, wie es weitergeht. So, dann schalten wir den erst einmal ein. Und ihr wisst ja, ein Dutch Oven ist es wurscht, wo die Hitze herkommt. In dem Falle vom Induktionsfeld. Ein bisschen Öl kurz heiß werden lassen. Und dann kommt auch gleich das Fleisch rein. Ich schnibbel schnell. Und dann braten wir das Fleisch erst einmal ordentlich an. Beziehungsweise werden wir das sogar ziemlich fertig braten. Wenn ihr schaut, ich habe relativ kleine Stücke gemacht. Warum? Nachher dann bleibt es nicht mehr so lange im Topf. Also sollte man schauen, dass es jetzt schon fast fertig durchgegart ist. So Leute, ich würde mal sagen, das reicht uns vollkommen aus. Dann tun wir unser Fleisch raus. Jetzt sind wir schon überlegen, weil es doch sehr viel Gemüse ist, ob wir nicht noch ein Hackfleisch auftauen, das noch mit Nei oder doch noch Bratwürstchen mit Nei. Aber ich würde mal sagen, heute essen wir so und dann überlegen wir uns morgen, weil für heute werden wir das alles nicht aufessen. Ja, und dann überlegen wir uns eben noch, ob wir morgen dann das Ganze noch mal mit einem extra Fleisch strecken. Dann fangen wir an, unsere Karotten mal reinzuhauen zum Andünsten. Oh, leider hat Schatzi hier alles nur aufs Brett drauf und nicht separat in der Schüssel rein. Aber ich bin ja froh, dass ich es halt nicht selber schneiden müssen. Du versaust meinen ganzen Herd. Tust du Möhrchen umrühren? Dann kann ich weiter Pilze schnippeln. Ja, ich habe jetzt aber dem auch ein bisschen Pfeffer gegeben. Dem, ja, ist in Ordnung. Dem Elektroherd, weil es ein Stück Filter mit noch. So. Schatz, was meinst du? Kann man schon die nächste Runde hier reinhauen? So. Ja. Was? Ja. Ja. Okay, dann hauen wir unsere Champignons rein. So viel Gemüse. Lecker, lecker, lecker. Und wenn du soweit bist, darfst du noch die Zucchini reinschmeißen.
ordentliche Portion Thymian, tun wir jetzt auch gleich mit rein. Schrei Stopp. Und so wenig Fleisch. Ja. Oh Gott. Ich sage ja, morgen tun wir uns die Portion noch mal schön strecken. Aber der Thymian riecht schon mal sehr gut raus. Darf ich? Ja, mach. Aber mehr Fleisch hätten wir uns jetzt gar nicht leisten können, weil das hätte ja gar nicht reinpasst. Hast du eine Ahnung? Ich hätte dann am Gemüse gespart und hätte für nochmal ein Pfund Fleisch mehr, ne? Also die Tomaten wurden, wie gesagt, heiß überbrüht, die Schale abgezogen und die tue ich jetzt würfeln, die kommen aber erst später rein. Wieso zeigst du mir einen Vogel? Was habe ich falsch gesagt? Komm, sag's! Habe ich was Falsches gesagt? Nein. Die wurden heiß überbrüht, Schale abgezogen und jetzt werden sie noch gewürfelt. Komm, klär mich auf. Klär mich auf. Was habe ich Falsches gesagt? Nichts, alles gut. Warum zeigst du mir deinen Vogel? Komm, sprich. Sie spricht nicht mehr mit mir. Soweit angedünstet? Ja. Dann tun wir die Gemüsebrühe hinzu. Aber nicht alles. Ich habe nicht zu viel gemacht. Nicht alles, bitte. Stopp. Was? Ja. Bei Karotten, Zucchini, alles gibt nur Flüssigkeit. Sonst hast du hinterher eine Suppe. Und ich will einen Eintopf und keine Suppe. Okay. Ich habe aber nicht einmal die Menge gemacht an Brühe, wie sie noch Vorgabe ist. Du kannst ja danach noch aufgießen. Okay. Aber wenn du zu viel drin hast, dann hast du nämlich eine Suppe und ich will keine Suppe. Dann würde ich sagen, ein bisschen zurückschalten, Deckel drauf, 10 Minuten stehen lassen. Mach du einen Deckel drauf. Okay. Das Fleisch muss ich natürlich probieren. Aber wir gehen jetzt ganz kurz hinter und da zeige ich euch, wieso ich ja relativ wenig Zeit gerade habe. So als kurzen kleinen Bonus. Also Leute, der Fakt ist, wir haben beschlossen, hier hinten Werkstatt von hier hinten bis ganz vorne komplett aufzuräumen. So richtig aufzuräumen, also nicht bloß ein bisschen aufräumen, sondern richtig, richtig aufräumen. Ausmisten etc. pp. Und ja, das braucht jetzt ein bisschen Zeit und ja, deswegen gucke ich trotzdem, dass ich irgendwie leckere Videos auch noch mit rüberbringe. Weil das hängt alles eigentlich schon im Street Fighter Kanalbereich. So Leute, dann machen wir mal ein Guckerle da rein. Und ich würde mal sagen, das ist soweit gut. Schatz, was sagst du dazu? Ja. Dann tun wir die Tomaten rein. Halt, da bleiben. Und? Und das Fleisch wieder rein. Und dann darfst du mit Wustersoße, Salz und Pfeffer abschmecken. Das kann ich nicht. Wie, das kannst du nicht? Nee, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Hm. Bisschen was von dem Zeug. Ordentliche Prise Salz, weil ist ja noch gar nichts drin.
Also meine Empfehlung dazu ist, wesentlich mehr Champignons zu nehmen. Soll ja eigentlich ein Champignon-Topf sein. Ja. Ich würde mal sagen, geschmacklich passt es soweit. Schauen wir mal noch, ob die Möhren und Co. weich sind. Ein paar Minütchen noch. Das wäre soweit fertig. So, wollen wir es noch eindicken oder nicht, Schatz? Nee. Nein? Nee. Gib mir mal bitte einen Löffel zum Probieren. Bitteschön. Schmeckt es? Ich mache jetzt hier einfach mal aus alles. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns unsere Teller, tun es auf die Teller und tun essen. Tja Leute, und hier muss ich jetzt tatsächlich zugeben, hätte ich mich jetzt an die Rezeptvorlage gehalten, wäre das viel zu viel Flüssigkeit gewesen. Und ich habe nicht einmal die ganze Menge gemacht, wie sie gesagt haben. Aber naja, Schatz hat aufgepasst. So, dann nehme ich mir hier jetzt mal eine Ladung raus. Und dann gibt es gleich einmal ein schönes Probiererle. Sieht das nicht lecker aus? Tö. Na, dann wollen wir doch mal hier. Und Bock heiß, wie gewohnt aus dem Topf. Aber sehr, sehr lecker. Leute, ich glaube, ich esse jetzt und nachher dann noch kurz Fazit. Genau. Tja, Freunde, dann kommen wir noch zum Stellenfazit. Also ich persönlich fand es sehr lecker. Böse Zungen, sage ich jetzt fast einmal, haben gleich geschrien, da fehlen Kartoffeln. Habe ich jetzt nicht so empfunden. Es war sehr lecker. Allein mit dem Thymian, Salz und Pfeffer gewürzt. Das hat vollkommen ausgereicht. Geschmacklich sehr lecker. Natürlich haben wir da noch eine Gemüsebrühe drin gehabt. Wo natürlich auch noch ein bisschen was vom Geschmack ausgemacht hat, aber ansonsten, die Wustersoße haben wir noch gehabt. Perfekt. Einfach nur perfekt. Gut, ich persönlich würde das nächste Mal definitiv mehr Champignons nehmen. Ich würde mehr Fleisch nehmen. Ich würde mehr Fleisch nehmen, weniger Gemüse und vielleicht ein paar Kartoffeln. sie war aber jetzt, Schatzi, war nicht gemeint mit der bösen Zunge. Naja, okay. Also das mit der bösen Zunge, das finde ich jetzt nicht nett. Findest du nicht nett? Nein. Tja, mir egal. Ja, der eine empfindet so, der andere empfindet so. Auf alle Fälle war es sehr lecker. Zu dritt haben wir den Pott jetzt fast niedergemacht. Also wird da nicht noch eine Ausweitung geben, dass ich dann noch eine Portion Fleisch anbrutzle und dann rein tue. Das lohnt sich nicht, das ist bloß noch ein kleines Schälchen, was übrig ist. Was? Jetzt hat's aber geschaut. Und ja, wie gesagt, hervorragend lecker. Macht's es nach, probiert's es aus. Möchtest du auch noch was dazu sagen, Schatz? Nein. Nein? Gar nicht? Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, warum du mir vorher den Vogel gezeigt hast. Wieder keine Antwort. Egal. Gesagt ist alles. Nachmachempfehlung hat das Essen. Und schauen wir mal, ob ich es nächste Mal wieder schaffe, draußen zu machen. Oder ob wir zeitlich bedingt nicht doch wieder, ja, leider ein Küchenvideo machen.
egal, getopft haben wir, lecker war's. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Tschaikowski.